Der Schuldentilgungsfonds, wie er uns vorgestellt wurde, ist ein Modell, das im Prinzip bedeutet, dass sich selbstfinanzierend Schulden abgebaut werden können. Und wer wirklich glaubt, sowas erfunden zu haben, der belügt alle Menschen. Der Schuldentilgungsfonds soll ja funktionieren, dass die bestbenoteten Mitgliedstaaten für weitere Schulden die Haftung übernehmen. Diese Kredite, die verbürgt werden von den AAA-Staaten, sollen dann zu einem etwas höheren Zinssatz den ärmeren Schluckern in der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden. Und durch einen Zinsüberschuss soll die Tilgung dieses Fonds erfolgen. Das heißt aber in der Konsequenz, dass die gut bewährten Staaten zusätzliche Schulden aufhäufen, sodass sie irgendwann mal ihr gutes Rating verlieren werden. Ich glaube, diesen Teufelskreis sollten wir nicht betreten. Ich glaube, wir sollten in Ruhe und Gelassenheit das abarbeiten, was auf dem letzten Gipfel beschlossen wurde. Es war der Oktobergipfel, wo es um die Frage des Hebelungen des Rettungsmechanismus ging. Das ist jetzt soweit entscheidungsreif. Es ist die Frage der privaten Gläubigerbeteiligung bei einer Teilentschuldung Griechenlands entscheidungsreif. Das muss gemacht werden. Und wir sollten für die mittel- und langfristigen Maßnahmen darüber nachdenken, wo die Verträge so nachjustiert werden können, damit zukünftige Schuldenkrisen vermieden werden. Wenn wir diesen Weg konsequent gehen, garantieren wir mehr Stabilität, als wenn wir jede Woche oder jeden Monat bei einem Gipfel ein neues Superlösungskonzept entwickeln. Das wird nicht dazu beitragen, stabilisierend auf die Finanzmärkte zu wirken. Ich finde, der Schuldentilgungsfonds ist ein pragmatischer Vorschlag und Kompromiss zwischen verschiedenen Positionen. Auf der einen Seite gibt er Ländern in Schwierigkeiten die notwendige Hilfe, dass sie mit niedrigeren Zinssätzen mit ihren Schulden zurechtkommen können. Und auf der anderen Seite sichert es das Prinzip nationalstaatlicher Haftung und ist damit, sage ich mal, für die deutsche Öffentlichkeit eher erträglich. Es ist keine vollständige Lösung der jetzigen Krise. Das muss man ganz klar sagen. Das Problem, wie kommen die schwächeren Länder in die Lage, ihre großen Schulden zurückzuzahlen? Das geht ja nur über zusätzliches, nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Das Problem wird damit nicht adressiert. Aber es ist ein vernünftiger Kompromiss. Und es ist höchst bedauerlich, dass die Bundesregierung dem nicht positiv gegenübersteht, sondern das sogar praktisch gleichzeitig mit der Veröffentlichung abgelehnt hat. Die Überlegung ist natürlich, dass durch die gemeinsame Haftung dann in der Tat auch Investoren gefunden werden, die dort entsprechend einzahlen. Und die Mitgliedsländer müssen ja nach dem Vorschlag zusätzliche materielle Sicherheiten abliefern, was auch ein Unterschied zu dem Hebel ist, der dadurch deutlich vager ist. Und damit sind die Sachverständigen zu Recht der Meinung, dass sich dafür auch Investoren finden werden. Die lange Blockade der Eurobonds seit 2 Jahren hat jetzt dazu geführt, dass die Maßnahmen, um dort herauszukommen, immer radikaler werden. Und das bedeutet, wir haben aus meiner Sicht noch 2 denkbare Optionen. Das erste ist, die Europäische Zentralbank wird faktisch gezwungen, ähnlich wie in den USA, ähnlich wie in Großbritannien, die Staatsfinanzierung abzusichern, was sie eigentlich gar nicht dürfen. Die andere Alternative sind Zwangsanleihen. Das gab es in Kriegszeiten. Ich muss sagen, beides sind für mich, gerade auch als Deutscher, eigentlich unerträgliche Vorstellungen. Und die Blockade der Bundesregierung macht solch harte Maßnahmen immer wahrscheinlicher.